Okay, Leute, was geht ab? Und gehen ins Spiel und sind im Klassenauswahlbildschirm. Ich mache hier mal direkt den Ton an. Sagt mir. So, ganz wichtig am Anfang bei der Klassenauswahl ist nämlich zu gucken, die Werte natürlich und also die verschiedenen Stats und da unten aber, das ist eigentlich fast noch wichtiger, finde ich, das Equipment. Und hier haben wir zum Beispiel, das ist so eine Art Monk. Ich würde gerne was spielen. Ich habe angefangen mit dem Samurai, den fand ich sehr, sehr cool. Gibt natürlich hier die Wretch-Variante, Level 1, alles auf 10, hat im Prinzip kein nennenswertes Equipment. Reizt mich aber jetzt nicht so, nicht weil es so schwer ist oder so, sondern weil es einfach ein bisschen langweilig ist zu spielen, wenn du nur eine Keule hast und nicht zaubern und nichts anderes machen kannst. Kostet eigentlich nur Zeit, in meinen Augen. Weil du musst dich eh hochgrinden. Also der Samurai ist insofern ganz geil. Wir haben hier hohen Dexwert, aber auch Strength lässt sich relativ schnell auf ein Level bringen, was durchaus funktioniert. Hat einen Bogen, also eine Fernkampfwaffe. Hat das Uchigatana, was ich natürlich sehr feier, schon in jedem Souls-Spiel eigentlich gerne mit Uchigatana gespielt. Prisoner ist, der sieht auf jeden Fall abgefahren aus. Was hat der für ein Schwert? Das sieht auf jeden Fall nach einem coolen Schwert aus. Der hat die Werte Intelligence hoch, spricht also dafür, dass der eher in Richtung Magie geht. Allerdings Arcane Level 9, da kann man hier auch mal sich die Explanations angucken, wenn man nicht genau weiß, was ist. Also Intelligence Attribute required to perform Glintstone Sorceries. Ja, also klassische Magie, Magic Power, Intelligence Scaling, Magic Resistance Arcane, Governing Discovery. Okay, Arcane ist also so ein bisschen der Luck-Stat. Also affects Holy Defense, Vitality, and certain sorceries and incantations. Also Arcane ist quasi der Luck-Stat. Was haben wir hier noch? Wir haben hier, der ist erst Level 6, interessant, hat aber 16 Intelligence. Das ist der Sorcerer Supreme auf jeden Fall. Der Astrologer ist quasi die Mage-Klasse. Dexterity 12, Strength 8. Ist auf jeden Fall die Mage-Klasse. Finde ich auf jeden Fall reizvoll, weil ich glaube, dass Magie richtig Spaß machen wird in Elden Ring. Das Thema Magie auch in der Lore auf jeden Fall ein großes Thema ist. Aber ich bring's nicht übers Herz, einen Mage zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Das traue ich mich irgendwie nicht. Da habe ich das Gefühl, ich verpasse zu viel geile Waffen oder Rüstungen. Das ist der klassische Dieb. Bandit, sehr 14 auf Arcane. Auch schwer zu sagen, ob das sinnvoll ist. Okay, hier haben wir den Hero. Das ist ein Strength-Build. Das ist ein Warrior. Okay, das ist der Zweiklingen-Dude. Zweiklingen ist natürlich auch geil. Dexterity 16, Intelligence 10. Finde ich gar nicht so schlecht. Und hier haben wir den klassischen Knight mit viel Energie, ausgewogene Stats. Was nehme ich? Der Vagabond. Was hat der, ein Schwert? Was ist das, ein Hallbird noch da unten in der Hand? Ich glaube, ich nehme den Samurai. 12, 11, 13, 12. Der hat echt gut verteilte Werte, außer den Magic Skills. Aber wenn ich doch auf Magic irgendwas gehen will, kann ich das immer noch hochleveln. Es ist ja generell,
Es ist, der sieht schon geil aus. Kriege ich auch Sekiro-Vibes. Es ist generell egal, wen man nimmt. Man kann, es ist nicht festgelegt wie in Diablo. Man kann alles leveln in die Richtung, in die man es gerne leveln würde. Naja, was mache ich denn hier? Natürlich Sir Edmund. Leute, wir spielen Elden Ring, Alter. Wir spielen Elden Ring. Ich hab fucking Gänsehaut. Mir kommen gleich die Tränen, ehrlich gesagt. Ich bin emotional gerade. Nee, was mache ich denn hier? Geht schon wieder los hier mit dem Bodytype Age. Natürlich Young. Nee, komm, wir machen Major. Mature. Wir sind ja nicht mehr ganz jung. Hier kann man es auch nochmal aussehen. Keepsake. Das ist auch nochmal wichtig. Keepsake ist das Extra-Item. Kennen wir ja auch aus allen Souls-Spielen. Also wir haben ein Medaillon, das mehr HP gibt. Wir haben Lands Between Rune, das ist einfach Money. Golden Seed, sehr interessant, gibt direkt eine Estus Flask mehr. Fanged Imp Ashes, das, da können wir direkt einen ersten Summon ranholen. Ist, glaube ich, eher was für Anfänger. Man findet ja eh genug Ashes zum Summon. Die kenne ich jetzt natürlich nicht, weil man die nur am Start kriegt. Ob die mega geil sind, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man als Start-Item direkt so eine OP-Ashes kriegt. Cracked Pot, ja, das ist zum Werfen von zum Beispiel Firebombs machen oder so, kannst du sie selber kaufen und bauen. Stone Sword Key, damit kann man gewisse Dungeons aufmachen. Ist nicht schlecht, allerdings findet man die auch in der Welt. Meine Hoffnung ist, dass man genug findet, um alle aufzumachen. Bewitching Branch, das bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, Bewitching Branch ist sowas wie dieser Ast früher bei Souls, wo man sich in Gegenstände verwandeln konnte, um ein bisschen zu trollen. Charged with Bejeweling Power, das kann natürlich alles sein. Es kann auch irgendwas anderes sein, aber es scheint mir, als ob das was ist, was ich im Spiel easy farmen oder craften könnte. Boiled Prawn. 5 pieces of Boiled Prawn boost Physical Damage Negotiation. Das ist kompletter Quatsch. Das ist ein kleiner Buff. Und das ist noch ein, wohl schwerer Schwierigkeitsgrad, stimmt nicht ganz. Attracts Enemies Aggression. Kann natürlich im Koop interessant sein, wenn man Aggro pullen will oder Aggro ziehen will. Aber will ich jetzt erstmal nicht. Ich glaube, ich nehme die Golden Seed. So, Appearance. Ja, ich bin kein Freund von ewigen. Ja, kann man jetzt auch Probe spielen hier? Sample. Kein Ton? Hört ihr mich oder hört ihr das Spiel nicht? Ingame-Ton ist nicht da. Okay, wir arbeiten dran. Aber ist das erst jetzt so oder war die ganze Zeit Ton da? Es ist ein Kanye-Beat. Ah, yeah, Elden Ring ist am Start. Okay, egal. Das könnte ich alleine schon eine Stunde machen. So, boah, das ist ja auch krass. Den sieht man gar nicht mehr. Ja, ey, da habe ich, ist mir völlig scheißegal, wie die Hautfarbe ist. Die wird man eh nicht sehen, wenn ich eine edle Rüstung trage. So. Alter, Liam Neeson? Die sehen aber schon sehr gut aus.
Sieht schon sehr gut aus. Verglichen, also wir sind alle noch Demon's Souls, Dark Souls gewöhnt. Das hat sich gut entwickelt. Face Structure Hair. Ja, Haarfarbe finde ich schon wichtig. Wenn ich mein wallendes Haar öffne. Was ist das? Root Darkness. Sind das die Haarwurzeln oben auf dem Kopf? Ja, ich sehe keinen Unterschied. Jetzt kann ich den Anteil der weißen Haare... Nee, ey, komm. Eyebrows, Facial Hair, Tattoos. Okay, irgendwelche kampfgezeichneten Narben. Das finde ich schon ganz nice. The Third Eye. Was ist hier? Oh, guck mal, das ist doch Bloodborne-Anspielung, oder? Ich find's nice. Das finde ich ganz nice. Tweak Tattoo. So. Body bleibt so. Das ist echt so geil. Das macht man hier sich die ganze Arbeit. Klick. Völlig wurscht. Es geht los, Leute. Es geht los. Es geht los mit Elden Ring. Viel Spaß. Mir vor allen Dingen und euch natürlich auch. Ich freue mich. Ich freue mich so, Leute. Ey, mir kommen fast die Tränen. Let's go! The fallen. Let's fucking go! Tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fall. The lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. Das sieht schon alles so geil aus, ey. A war. Wir haben einfach so einen geilen Style bei Frozen. A war leading to abandonment by the greater will. Rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalove, chieftain of the Badlands. Horalove. The ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion. The loathsome Dung-Eater. Alter. Der hat die Sonne, der sieht aus wie Dings. So leer. The all-knowing. Alter, die Stimmen. Oh,
all know, wie der das ruft, ey. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Okay, wir sind quasi einer von denen. Na, so habe ich das gerade verstanden. And one tarnished. Und das sind wir. Wir sind einer von den Typen. Wir wollen einer von denen werden. Between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Okay, ich bin der fucking Elden Lord. Yeah, baby. Dafür gibt es auf jeden Fall schon mal eine positive Bewertung. Tarnished Wizened Finger. Das ist, glaube ich, schon ein Multiplayer-Item. Item for online play can also be used from the messages menu. Used to write messages. Okay. A finger of corpse wax. So immaculate. Okay, the bone is visible. It's a relic of those who came before left to help those who come after. Visions of getting started. Okay, hier muss ich Gott sei Dank nicht mehr runterspringen. Offensichtlich haben das schon Leute vor mir probiert. Oh, auch ein Samurai. Okay, er hat es offensichtlich unfreiwillig probiert. Lustig. Okay, was ist mit ihr? Sie war mutiger. So typisch. Man weiß ja nicht, ob man da nicht runterspringen soll. Ich weiß es. Ich habe es natürlich schon im Network-Test probiert und außerdem sieht man es an den Blutflecken. Kisten kaputt rollen. Ist da... Nice. Wir können springen, Leute. Wir können springen. Das ist natürlich neu für alle Souls-Veterane. Aber nicht für die Sekiro-Spieler. Und ganz wichtig, wenn man jetzt auf zweihändig wechseln will, drückt man erst die Dreiecktaste und dann R1. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang. Und wenn man Dreieck gedrückt hält, hat man hier noch einen Quick-Auswahlbildschirm, der noch wichtig ist. Das sieht nach Instant Death aus. Okay. Hier übrigens eine verschlossene Tür. Wenn wir hier nochmal hinkommen, kann man schwer sagen, da ist irgendwas. Das ist eine Chest. Man weiß es nicht, man weiß es nicht, aber offensichtlich kommen wir hier nochmal hin. Übrigens sehr angenehm, auch Falling Damage ist auf jeden Fall krass reduziert. Troll. Da ist nix.
Hängebrücke. Uiuiui. Jetzt aber auch nicht, wie man da hinkommt. Da ist wahrscheinlich nichts. Ist auf jeden Fall der Anfang ist anders als im Network-Test ein bisschen. Also diesen Ort gab es im Network-Test nicht. Hier direkt runter. Ganz schön viele Signs liegen hier. Die Leute sind fleißig am Messages legen. Leute jumpen alle runter, hoffen da irgendwas zu finden, aber es sieht nicht so aus, als ob da etwas ist. Oh, okay. Das ist sozusagen der Anfangsboss. Sieht ein bisschen aus wie diese Guardians aus Zelda Breath of the Wild. Ich merke gerade, ich habe die Musik ausgestellt. Muss ich gleich mal wieder anstellen. Ja, es ist gar nicht so leicht, an den Rand zu kommen. Boah, ach du Scheiße. Okay. Weiß ich nicht, ob man den beim ersten Mal packen kann. Das war auf jeden Fall... Damit habe ich nicht gerechnet. Das kam unerwartet. Der Schwinger. Aber das ist ein Forced Death. Also... Das soll so sein. Wie man hier unschwer an der Zwischensequenz erkennen kann. Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. Maiden. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Schwer zu sagen, ob die Texte von George R. Martin sind. Sehr schwer zu sagen. Ich habe schon das Gefühl, das Englisch ist ein bisschen anders als in anderen Souls-Spielen, aber ob das jetzt dem Einfluss von George R. Martin zu verdanken ist, ich weiß es nicht. Da sitze ich auf dem Sofa und zocke Elden Ring, Leute. So, da sind unsere Estus. Flag of Cerulean Tears, das ist die Mana Potion. Kennt man aus Dark Souls 3, dass man jetzt auch eine Mana Flask hat? Kann man später am Bonfire noch umverteilen.
nicht hin. Das ist jetzt hier quasi Tutorial-Level. Brave Tarnished. Take the plunge of learning and remember. We call the arts of war and your warrior's blood. Ich mach das jetzt einmal, damit ihr es gesehen habt. Das ist jetzt hier, hier wird die Steuerung erklärt. Das kenne ich hier schon. Ich will jetzt auch nicht so tun, als ob ich nicht wüsste, wie man hier kennt. Das sind die neuen Bonfire. Lost Grace. Hier werden später noch weitere Funktionen freigeschaltet. Wir können hier die Zeit verändern. Also Tages-Nachtzeit. Flasks. Wir können hier zum Beispiel direkt unsere Seed vom Anfang nehmen. Use Sacred Tier. Nee, Quatsch. Wir haben... At Charge, das ist es. Use Golden Seed. Zack. Das war unser Anfangs-Item. Und wir können hier zwischen Mana und ja, normaler Estus umschalten. Magier haben vielleicht dann noch zwei, drei mehr Potions für Mana. Aber auch die Special Skills kosten ja Mana, der blaue Balken oben links. Ich sag immer Mana, es heißt FP, aber ist also nicht so, dass es nur für Magier interessant ist, sondern die Summons kosten Mana, Magie kostet Mana. Kleines mieses Schwein da oben. Overfruit. Zeig euch mal. Was? Der ist runtergejumpt? Der ist ernsthaft da von oben runtergejumpt, um mir in den Rücken zu schießen? Diese Sprungattacke ist sehr, sehr mächtig übrigens. Springen und R2 oder R1 kann auch Gegner staggern. Hier, das ist auch zum Beispiel neu. Das wäre früher unmöglich gewesen, so hinter einem Spieler, hinter einem Gegner herzutun, ohne dass er es merkt. Und das zeigt auch nochmal, dass Sneaken jetzt mehr so wie in Sekiro ist und durchaus erwünscht. Noch eine neue Mechanik, die ich euch gerne zeigen würde. Wenn man blockt, ich mach das jetzt mal, ich blocke einen Angriff und direkt danach, oh toll, jetzt trifft er natürlich nicht, direkt nach dem Block R2, also den harten Angriff, mach nochmal, habt ihr gesehen, dann gibt es so einen kleinen Konterangriff. Kann natürlich noch nicht so genau sagen, wie effektiv und gut der dann ist, aber das kann man mal im Hinterkopf behalten, dass es diese Attacke jetzt gibt. Hier ist er runtergesprungen, guck mal. Die Backsteps machen auf jeden Fall wieder richtig Bock. Das ist hier jetzt auch das neue Schleichen-Feature. Im Prinzip kennt man es auch aus Sekiro, dass man jetzt in Bäumen quasi nicht gesehen werden kann. Und dann können wir uns ransneaken. Wichtig ist Backstep. Immer kurz einmal pausieren. Und mit R1, nicht mit R2. Die Visceral Attack machen. Oh, was ist das? Durch. Kann man nur durchgucken. Oh,
das hier etwa schon ein Boss? So. Eieiei. So. Das war diese neue Sprung-Hard-Attacker, den direkt gestaggert und dann kann man noch eine Visceral-Attack hinterher machen. Und jetzt sind wir oben. Da sind wir runtergejumpt. Allerdings haben wir nicht das Item da hinten gekriegt. Das müssen wir uns merken. Da oben war noch ein Item. Und mir leuchtet noch nicht ein. Da oben, seht ihr es? Da ist noch ein Item. Da muss man irgendwie anders hinkommen. Ich weiß nicht wie. Aber wir merken es. Wir reden nochmal mit ihm. Hat er eigentlich gemerkt, dass ich da unten war? Das war im Prinzip das Tutorial. Bonfire. Okay. Wir können übrigens noch nicht leveln. Was ist hier? Hier sind diese Statuen, für die man diese Dolche braucht, wovon man einen, glaube ich, am Anfang hätte auswählen können als Geschenk. Habe ich nicht. Dann verschwindet hier das Foggate und dann kann man da rein. So, wir haben neue Items, das sind die Multiplayer-Items. Der Finger Severer, damit sendet man Mitspieler oder auch selber beim Koop-Spielen wieder in ihre Welten, also kann quasi das Multiplayer-Segment beenden. Und der Furled Finger, damit können wir ein Summon-Sign legen für Cooperative Multiplayer. Muss immer einmal checken, ey. Im Aufzug irgendwas ist. Könnte ja irgendwo ein Türchen sein, in das man reinrollt oder so. Dann nimmt er einen mit nach unten. Und das ist The Land's Tween. Nice. Okay, das ist... Ja, da sind wir rausgekommen. Oh, yes. Tarnished, are we?
come to the Lands Between for the Elden Ring? Hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless, me, Vare. Take care, Vare. Are you familiar with grace, the golden light that gives life to you tarnished? You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, a path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow. Okay, also die Leuchtfeuer sondern so ein Licht, das uns guiden soll. Hier sehen wir das im Bogen über uns. Grace's guidance will reveal the path forward. Most cool, jedes Mal, wenn man mit ihm spricht, drückt er sich deutlicher aus. Am Anfang noch so: The light that comes from the grace. Und am Ende, it guides you. It just follow the light, fuck's sake. Ja, ich hab's ja verstanden. So, das ist auch ein Item zum Multiplane. Sends a corpse sign to summoning pools. Das sind summoning pools. Die muss man irgendwie aktivieren, wenn man Koop spielen will. Wir haben das bei dem Multiplayer-Test, den ich mit Walle und Dennis gemacht habe, müsste heute auch auf dem Rocket Beans-Kanal erscheinen, haben wir das mal getestet. Also die muss man aktivieren, wenn man Multiplayer spielen will, wenn man die Signs sehen will. Bisschen komisch. Aber ja, this is the way. So, wir können mal gucken. Hier die Rover Fruit. Berry like red fruits that grow in shrubs, materials for crafting items easily found everywhere in the Lands Between. It has a wide variety of uses. Light. Das. About crouching, about... Ach so, okay, das sind Tutorials. Deutsche Untertitel? Oh. Nee. Kein Bock. Ich weiß nicht, wir können sie uns mal angucken, aber eigentlich mag ich die englischen Texte eh lieber. Ich mag dieses Thou you should pass. Das ist irgendwie... ich könnte englische Untertitel, aber englische Untertitel sind doch auch an. Subtitles on. Man kann eh keine deutschen anmachen. Es gibt nur englische. Also hat sich das Thema eh erledigt. Aber ich mag auch diese englische Sprache. Das ist so von Dark Souls und Demon's Souls noch gelernt. Es klingt so schön irgendwie. Da unten ist eine Krabbe. Seht ihr die Krabbe? Es sieht ein bisschen aus, als ob man in eine Heroes of Might and Magic Map reinzoomen würde. Okay, das ist hier das Grave von hinten. Oh, was sind das für Viecher? Die muss ich töten. Gib mir Loot. Gib mir Loot. Thin Beast Bones. Okay, also wir haben Knochen und Federn. Damit können wir später Pfeile craften.
Früchte. Wie heißen die? Rover Fruit. Und das. Nichts. Und jetzt sind wir einmal drumrum gegangen. Okay. Er hat es zumindest nicht mehr gespürt. So. Der Dude ist ziemlich stark am Anfang. Den kann man natürlich jetzt versuchen, aber der wird ziemlich sicher den Boden mit mir aufwischen. Müssen wir jetzt beide durch. Oh, erinnert mich daran, dass ich die Musik einschalte. Du Scheiße, der nimmt mir so viel. Oh, ich wollte in letzter Sekunde wegrollen, aber das Timing, die Musik war an, sie war nur auf sehr leise. Also kleiner Spoiler, ich habe den schon ein paar Mal bekämpft und der Typ ist am Anfang eingefangen. Oh, da habe ich Glück gehabt. Gerade noch die Seelen. Oh, ich lebe noch! Ja, man sieht die Erfahrung bei den Boss. Ja, nee, ich habe den halt gemacht, indem ich mich halt ein bisschen aufgepaut habe und dann habe ich den halt einfach dreckig gecheased in der Kirche da hinten. So werde ich es auch diesmal machen. Aber dafür brauche ich erst mehr Pfeile. Was ist er denn? So, übrigens jede Waffe, wenn man die jede Waffe, nicht jede Waffe, aber ich glaube fast jede Waffe und jedes Schild hat einen jeder Schild. Ich werde es in diesem Leben nicht mehr lernen. Hat ein Special Skill. Hier zum Beispiel seht ihr oben links steht Unsheath. Das ist das hier. Das kennt man auch schon aus anderen Teilen. Und dann kann ich hier so eine Superattacke machen. Und achtet mal oben auf den Mana-Balken. Dann seht ihr, dass das auch Mana kostet. Das sind sehr mächtige Attacken. Und die lassen sich aber später auch austauschen. Also es gibt immer welche, die sind schon fest in der Waffe drinnen, nämlich die Standard-Skills. Aber man findet später neue Skills für die Waffen. Und die Skills, muss ich sagen, sind sehr, sehr mächtig in diesem Spiel und machen viel, viel Spaß und das Kampfsystem sehr viel abwechslungsreicher. Smithing Stone. Hier können wir unsere Waffen verbessern. Ujigatana. Okay, wir brauchen 2 Smithing Stones für ein Ujigatana plus 1. You're tarnished. I can see it.
And I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Carly. Purveyor of fine goods. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Okay, recommendation. You know, if you can spare the rooms, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. Okay, was haben wir alles? Crafting Kit, okay, das ist natürlich ein No-Brainer. Dann haben wir hier die Cookbooks. Die Cookbooks, das sind die sozusagen Crafting-Anleitungen. Bevor man was craften kann, muss man erst das Ganze mit so einem Cookbook freischalten. Die sind verteilt in der ganzen Welt, kann man Sachen finden. Finde ich sehr interessantes Feature. In Breath of the Wild konnte man ja einfach alles in den Topf werfen und gucken, was rauskommt. Hier brauchst du halt Cookbooks. Fernglas, Throwing Knives. Furl Calling Finger Remedy. Das sind die Dinger, mit denen man Koop spielt. Die muss man benutzen, um die Koop Signs zu sehen. Kostet hier 1000. Kann man aber auch craften. Und zwar sogar relativ easy. Dann haben wir hier eine Torch. Was haben wir hier? Notes. Note of Imparting Knowledge in Brief. Note, Flask of Honorous Physic. I'm glad you took my warning to heart. So, jetzt haben wir da, jetzt können wir hier auch Items craften. Hier sieht man jetzt, das sind die Basics, die man kann. Firepot. Und hier sieht man, was man dafür braucht. Mushroom und Smoldering Butterfly. Roped Firepot. Mushroom, Smoldering Butterfly und String. Bone Dart. Rover Raisin. Könnten wir jetzt zum Beispiel schon bauen. On Horseback Feed Torrent to Restore HP. Okay, Torrent ist unser Eidtier, das wir noch kriegen. Rainbow Stone. Also das sind die Leuchtsteine, die kennt man auch. Und hier sehen wir zwei Earthly Flowers für eins von diesen Summoning Dingern. Ah, warte mal. Hatte der jetzt Pfeile verkauft? Wait. Well, you're back. Hier, Pfeile. Arrow. Ich hab 19. 20 pro Stück. Da sehe ich mich, ehrlich gesagt, in ein paar Jahren. Gleiche Körperhaltung. Richtiger Rundrücken. Okay, der guidet irgendwas. Er sagt, da hinten ist irgendwas. Okay.
Golden Rune, das sind so wie Seelen von verstorbenen Warriors aus Dark Souls. Das bringt Kohle, wenn man sie benutzt. Könnt ihr euch mal merken, wenn ihr selber zockt, diese leuchtenden Schädel, kann man auch mit seinem Reittier einfach drüber reiten. Die bringen immer so 200. Was zur Hölle? Kein Drops. Warte mal. Das, was da gerade geleuchtet hat, hätte ich das jetzt examinen müssen? Okay, das habe ich jetzt verpeilt. Egal. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Schon wieder komplett in der Pampa gelandet. Wo zeigt der hin? Dahin. Okay. Rune Frag. Stone fragment found near places where runes have fallen from the sky can be used for crafting or simply for throwing at enemies. These shards of stone are believed to have once been part of a temple in the sky. Was passiert, wenn man die auf den Gegner wirft? Okay, das ist einfach zum Pullen. Ah, ich bin direkt in die Fackel gejumpt. Beast Bones. Bugs in Harmony. Ist das hier das, wo der hingedingst hat? Hier ist eine Cave. Stormfoot Catacombs. Unser erster Dungeon, Leute. Proper death means returning to the Earth Tree. Have patience until the time. Alter! Was? Zur Hölle, ey. Root Resin.
Das ist so ein Klassiker. Wenn ihr irgendwo einen Raum seht, wo ein Item drin ist, könnt ihr sicher sein, dass es eine Falle ist. Rover Raisin? Hä, wo ist es denn? Wo ist denn das Item? Ah ne, ich war im Item Crafting, okay. Hier. Das Scale of said to be fed by least fair from the earth tree. Raisin secreted from the roots of the great tree can also be found near trees on the surface. Used in crafting items. The roots, blah 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 blah. Those. Okay, that's all this crafting kram. Na gut. Ein bisschen aus wie so ein Chalice-Dungeon. Boah. Mit Bleeding. Oh shit, oh shit. Oh, ich wollte mich heilen. Hey, komm her, du Fucker! Hey. Kleine, miese Drecks... Oh shit, da ist noch einer! Er ist ein bisschen, auf, wenn man den linken Analogstick reindrückt, croucht er, also duckt er sich. Das passiert mir leider in der Hitze des Gefechts, in der Panik, drücke ich dann oft den Stick zu tief rein. Passiert das manchmal, das ist ein bisschen nervig tatsächlich. Sollte nicht so sein. Übrigens, das kann ich euch mal zeigen. Man kann alle Knöpfe ummappen, wie man es gerne hätte. Ihr geht hier auf Button Settings und dann könnt ihr alles anpassen. Leider die eine Sache, die ich gerade gesagt habe. Also könnte ich theoretisch auch das Crouching mit dem Stick, aber ich wüsste nicht, es gibt eigentlich keine bessere Taste dafür. Ich muss einfach versuchen, die Taste nicht zu drücken. Aber so muss es sein, Leute. Frei Button Mapping. 2022, Standard. Boah! Alter, da oben! Komm runter, du Schwein! Der kleine Typ da oben, ey. Oh, ich lebe noch! Lol! Ich dachte, ich bin tot. Okay. Okay, Safe Spot, Safe Spot.
Fretting Fate, hello. Das ist ja geil. Es ist das, was ich denke, was man sonst erst im DLC bekommen hat. Oh, ich gehe mal auf Item Quest. Okay. Und hier eine Sache, die ich schon rausgefunden habe, Leute. Ich will sie euch nicht vorenthalten. Wenn man die Dinger schlägt, gehen die runter. Kannst theoretisch auch wieder draufhüpfen. Aber hier ist nichts. Aber das kann man mal im Kopf behalten. Habe ich durch Zufall rausgefunden. Die bleiben auch unten, vor allen Dingen, wenn man einmal gestorben ist. Dann mich selber. Oh, Scheiße! Okay, da sind 2, 3. Shit. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oh mein Gott. This could be the end. Okay, ich habe sie getriggert. Oh, das war knapp. Ich habe sie in die Todesfalle gelockt. Ist hier noch einer? Ghost Claw. White flower that blooms in catacombs strengthens renowned ashes to +1. Wow, man kann Ashes upgraden? Das wusste ich auch nicht. Strengthen Ashes, stärkt Aschen und renowned. Okay. Alles klar. Wir haben noch keine Asche, aber wir finden. Die Sterbeanimation ist schon geil. Kein Feuer? Hä? Oh shit! Und von hinten schießt einer. Komm doch.
Wandering Noble Ashes. Das sind diese Summons, die jetzt neu sind im Spiel. Also im Prinzip sind das NPC-Summons, aber nicht... Es sind Zaubersprüche im Prinzip. Zaubersprüche, wo man sich Mitstreiter verschiedenster Arten und ja, Funktionen zaubern kann. Kostet natürlich Mana. Wenn die einmal tot sind, dann kann man sie dann... Dann dauert es, bis man die wieder herbeisummen kann. Aber die machen vieles einfacher und angenehmer. Oh, da ist noch einer. Eieiei. Du Kackkatze, du. Okay, schon 1200 Seelen. Gut. Was machen wir? Ach so, warte mal. Die Tür haben wir jetzt durch den Schalter aufgemacht. Visions. Okay. Will ich da jetzt schon rein mit 1300 Seelen oder bringe ich die erstmal in Sicherheit? Ich glaube, ich zeige euch mal was. Das Geile ist nämlich, ich habe ja keine Flasks mehr, das bringt jetzt nichts, da reinzugehen. Aber das geile Fast-Traveling-System. Wir können von überall zu Bonfiren wechseln, wo wir schon mal waren. Das heißt, ich kann hier ohne Umstände einfach wieder zum Shop. Gebe mein Geld aus, bevor ich mit dem Boss kämpfe. Care to buy something? Und zwar kaufen wir erstmal die So, jetzt müssten wir was Neues craften können. Das hier, Holy Water Pot, ist neu. Holy Damage, okay. Können wir aber noch nicht bauen, weil wir noch keine Tarnished Golden Sunflower haben. Aber so, warte mal. Können wir jetzt upgraden? Oh, ein Smithing Stone. Jetzt können wir in die Höhle zurück. Und ohne Angst, irgendwas zu verlieren. Das Gute ist, oder was heißt das Gute? Es gibt ja jetzt nicht mehr Hollow sein oder sowas. Also kein Humanity oder irgendwie World Tendency, also einfach, wenn man keine Seelen hat, kann man ruhig sterben. Dann ist ja egal. Oh, naja. Dann probieren wir den mal jetzt hier. Schwinger. Eieiei. Zwei. Boah, da kommt schnell der Schlag. Zweimal.
Alter, ich muss nach hinten rollen. Oh, hier, ja, ja, ja. Nein, ich bin noch zur Seite. Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Alter, wie lange macht sie die Flammen? Ich bin wieder in der Hocke. Nein. Sie ist doch fast tot. Nein, es ist wieder mal so typisch, ey. Es ist doch wieder so typisch. Es ist wieder so typisch. Es ist doch so... Nein. Mann, ey. Du miese Katz. Kackkatze, ey. Es war so First Try eigentlich. Alles roch nach First Try. Mann. Ein Knife oder so hätte gereicht. Ich hätte sogar auf den Bogen wechseln können. Den habe ich ja sogar equipped. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ja gut, aber er ist absolut durable, würde ich mal sagen. Da liegen nur 19 Seelen, können wir drauf scheißen. Jetzt wird er weggebrochen, oder? Zwei, drei, vier. Schlange, einer zu viel. Das war der berühmte Schlag zu viel. Weil wir gierig sind. Und ich ducke mich. Cool. Nicht getroffen. Cool. Boah, wenn er das macht, dann muss man schneller weg. Nein, zur Seite. Alter, das ist ein Drecksschlag. Sag's mir. Immer wieder bin ich geguckt. Wie oft macht er das denn, ey? Fünfmal. Sechsmal. Siebenmal. Da! Bäm, Alter! Da war der Stagger in der richtigen Sekunde. Gestaggert, das war so Sekiro-mäßig gerade tatsächlich. Und eine neue Ash gekriegt. Das hat sich Sekiro-mäßig angefühlt. Du machst Damage, irgendwann war sein Stagger-Damage weg und dann hat es so gelb geleuchtet und da konnte ich direkt eine Visceral Attack machen. Also Offensive wird hier auf jeden Fall belohnt, das kann man schon mal sagen. Trotzdem knappe Kiste, aber es hat geklappt. Geil. Okay, das sieht eklig aus. Hier irgendwas. Okay, ich habe nur in Anführungsstrichen diese Asche gekriegt als Belohnung jetzt, ne? Mehr war da nicht. Okay, hier im Bossraum wird wahrscheinlich nichts sein sonst. Dann für Entrance. Auch sehr nett, dass es geht.
So, wir haben wieder 1000 Seelen. Wir können wieder shoppen gehen. Was ist das? Wait. Well, you're back. So, dann holen wir uns erstmal die anderen Puck-Pucks. Was wir haben, das haben wir. Und den Rest schiebe ich in Pfeile. Für den Golden Knight. Goodbye. Wie viele Pfeile haben wir denn gerade? 46 normale. 10 Feuerpfeile. Ich glaube, das ist nicht. Vater, Mama. Das macht einfach auch so Bock. Später kommt noch mein Kumpel Alex. Ich möchte es kurz sagen, weil es ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich, dass einfach bei dem Let's Play man einfach einen Kumpel einlädt. Ich habe keine Ahnung, was hier die Gepflogenheiten sind, aber Alex ist mein bester Freund, Trauzeuge. Ich habe zusammen Abi gemacht, also Schulfreund. Alex kennt auch die ganzen Jungs. Wir haben früher Simon und so, wir haben früher schon zu Giga Games Zeit mit Alex immer im Teufelskreis Battlefield 1942 gezockt. Und Alex arbeitet auch bei Rocket Beans schon seit einiger Zeit und ist verantwortlich für den ganzen RKT-BNS-Kram. Und ich sag das nur, weil der kommt heute noch, der hat sich schon angekündigt. Alex saß neben mir bei so ziemlich jedem Souls-Spiel von Anfang an. Immer, er mag die immer nicht selber spielen, die sind ihm zu anstrengend, aber er ist immer so, er motiviert mich, er hat immer Bock und ist mein Co-Pilot so ein bisschen. Und ich freue mich ehrlich gesagt, dass er auch wieder Bock hat. Der kommt heute noch vorbei, der sitzt dann hier auf dem Sofa, ihr werdet ihn wahrscheinlich gar nicht sehen und hören. Ich wollte es nur einmal sagen, dass ihr euch nicht wundert, warum hier ein fremder Mann plötzlich manchmal sitzt. Er wollte heute Abend auf jeden Fall auch noch kommen, weil er natürlich auch Bock hat, Elden Ring zu sehen. Gold Tinked Experiment. Wir werden uns natürlich zusammenreißen vor der Kamera, aber wir haben schon manchmal eine derbe Sprache miteinander. Wir beleidigen uns manchmal sehr gerne. Sagst du, es kann schon sein, dass mir aus Versehen einfach mal ein böses Schimpfwort rausrückt, aber glaubt mir bitte, wenn ich sage, dass er das gewohnt ist, von mir beleidigt zu werden. Und umgekehrt genauso. Ja, es ist eine komische Frage. Ist wirklich wie mein Bruder, also das muss ich wirklich sagen. Wir fahren zusammen in Urlaub. Die Jungs nennen ihn auch Onkel Alex hier. Wir machen auch regelmäßig immer noch, dass wir am Wochenende uns treffen und einfach die Nacht durchzocken oder so. Also ist echt alles cool. Aber natürlich wollte ich das einmal hier kurz erklärt. Da sitzt noch einer. Oh ja, ich kann euch noch ein neues Feature erklären. Vielleicht sehen wir das jetzt gleich. Den Lump hier noch erwischt hab. Oh, Kukri. Und guck mal. Da, nee, warte mal. Hier ist noch einer. Ich liebe einfach das Katana. Schon immer. Bei Dark Souls 1, das Jaito heißt, ist, glaube ich, mein Lieblingskatana. Guck mal, der steckt das Schwert weg, zieht es wieder raus. Was ist los mit dem? Hier. Und jetzt müsste eigentlich... Hä? Okay, also eigentlich müsste jetzt so ein roter Kreis kurz erscheinen um mich rum.
Wenn man nämlich alle Gegner aus einer Gruppe killt, dann werden die Estus Flasks wieder aufgeladen, bis zu einem gewissen Teil zumindest. Was ein sehr interessantes Feature ist, was natürlich ganz clever ist, weil man dadurch ja weiter erkunden kann, auch wenn die Estus Flasks mal leer werden. Und es ist immer so wieder dieses typische FromSoft-mäßige Ding. Soll man noch wagen, weiterzugehen oder nicht? Ich finde es eigentlich ein ganz cooles Feature, weil man sich dann halt denkt, wenn man kaum noch Energie hat, aber da ist noch ein Gegner übrig, dann geht man das Risiko vielleicht ein, gegen den zu kämpfen, weil man danach wieder Estus pflanzt. Risk and Reward. Und hier ist schon wieder eine Höhle. Groveside Cave. Summoning Pool. Also die Teile deuten immer darauf hin, hier könnte man jetzt auch Koop spielen. Cave Moss, nicht Kate Moss. Ist das eine Anspielung? Was ist denn? Gifts of Pale Light in Dark Caves. Crafting. Boah, Alter, der starrt mich ja schon an, der Hund da. Boah, der ist einfach da hochgejumpt. Ist gesehen? Jetzt ist er wieder runtergejumpt. Okay. Okay. Oh, der ist aber viel größer. Alter. Okay. Der war einfach mal doppelt so groß. Dreckshunde immer in Souls spielen, ey. Ich glaube, dieses Holzschild ist so albern, dass überhaupt... So nehme ich. Kurzer Prozess. Crackpot. 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 In die Crackpots, die kann man, glaube ich, für... Genau, du musst, wenn du sowas machen willst, eine Firebomb oder so... Ich jetzt einfach mal eine. So, jetzt haben wir eine Firebomb gebaut. Und dafür brauchst du diese Cracked Pots. Sind die dann consumable? Habe ich noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Oh, da ist noch einer. Silver Firefly.
Silverfire. Ah. Used in crafting items, found near bodies of cold water and by sunlight. The light of firefly is believed to have an alluring magic. Silver light is considered. Okay, boy. Okay. Ich will nicht sagen, das war meisterlich, aber das war schon ganz gut. Bisschen Glück gehabt, dass der eine Schwinger von ihm daneben gegangen ist, sonst hätte der Kampf einen komplett anderen Verlauf nehmen können. Aber ich bleibe jetzt einfach mal dabei und behaupte, dass das ganz geil war. So schlafe ich tatsächlich. Jetzt habe ich... Gar nicht, ach doch, guck mal, wir haben einen Ring, also nicht Ring, das sind diese Dinger hier, Talisman haben wir gekriegt, Talisman 1, Boost Fire Damage, Negation, Ancient Dragons ruled in the prehistoric era before the entry. Okay, das ist quasi das, was früher die Ringe waren, sind jetzt so Talisman. Die Höhle haben wir geklärt. Warte mal. So, wir haben wieder ein bisschen Geld. Also, wir können diese zwei Notes kaufen. Und wir können das Fernglas kaufen. Haben wir immer noch 1000. Dann kaufen wir noch Pfeile. So, Leute, jetzt haben wir genug Pfeile für den goldenen Ritter. Ich cheese jetzt den goldenen Ritter. Fuck it. Der steigt auch nicht von seinem Pferd ab, um einen fairen Kampf zu machen. Oh Gott, er kommt direkt angestochen. Holy shit. Die ganze Kirche stürzt ein.
Eieieiei. Ah. Er zappelt mir zu viel rum. Zeig dich. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Nein! Kamerawechsel! Stellt er sich nicht mehr in die Tür. Jetzt hält er die auch noch. Alter, was hat der für eine Reach? Alter, ich habe mich so erschreckt. Weg. Okay, jetzt darf kein Fehler mehr passieren. Oh, Alter, man sieht ihn halt kaum. Oh, jetzt hat er den Feuerpfeil geblockt. Ja, auch von der rechten Seite kommen. Wo ist er? Da ist er. Mann. Nein, ich kotze! Oh nein! Oh nein, ey. Ist das jetzt noch offen? Pfeile hat mich das gekostet.
Wir machen das später nochmal. Okay, daraus kann ich theoretisch. Ärgerlich, ey. Ja, denn man verliert da leicht manchmal, obwohl das eigentlich ein lustiger Cheese ist. Ich weiß gar nicht, ob das schon als Cheese durchgeht. Ich meine, die haben nicht umsonst das wahrscheinlich so dahin gebaut. Aber trotzdem kann der einen halt da durch die Wand. So Statuen, wenn man stirbt, kann man hier wieder anfangen. Ist dann kein Bonfire, aber sowas wie ein lames Bonfire. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. Das ist doch die vom Anfang, vom Tutorial Level. Melina. I offer you an accord. Das ist eine Klaue? Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden. Turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erdtree. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Okay, jetzt können wir aufleveln. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Level up. Könnten wir theoretisch, aber ich habe nur 800 Seelen. 800 brauchen wir. Ich bin noch nicht einmal gelevelt, ey. Schon zwei Bosse gelevelt.
So. Das bringst du nach. Oh, also was? 16 Strength. Aber zweihändig kann ich nicht. Weil ich eh die ganze Zeit zweihändig spiele. Nicht schlecht. Ja, den teste ich. Oh, seine Rüstung. Aber ich muss sagen, dafür, dass das so viel langsamer und schwerer ist, macht es nicht so viel mehr Damage als mein Katana, zumal kein Bleeding Damage. Bleib erstmal hier beim Katana. Nein, es sollte ein Backstep werden. Den Backstep, wie lange hört er das? Was ist das? Genau in der falschen Sekunde hat er sich umgedreht. Oh, das ist ein Schild. Okay, wir haben das Schwert, wir haben das Schild. War ganz geil. Interessante Waffe. Kann ich zwar noch nicht benutzen, zumindest nicht einhändig. Das ist irgendwie ganz geil. Cool, dass ich mein ganzes Mana aufgebraucht habe.
Dinger von der anderen Seite. Das ist jetzt schon so ein bisschen Sekiro-mäßig hier, ne? So mit den patrouillierenden Camps und so. Alter, was habe ich denn da hinten gesehen? Warum regnet es eigentlich Gold? Da sind Fledermäuse. Wusste doch, ich habe was gesehen. Seht ihr die Fledermäuse da hinten? Die kommen scheinbar nur nachts. Oh, da ist ja noch einer. Ja, da war noch einer. Kleine randalierende Fledermäuse. Geil. Eieiei. Uiuiuiui, was ist das? So nah und doch so fern. Wo ist die dritte? Hä? Oh, da! Keine Drops? Hm. Bisschen Schiss. Zwei Wachen plus Hund. Wolf, meine ich. Ah, okay, das hat er wohl gehört. Ah, ist der Köter, ey. Oh, 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 oh. Er lebt ja noch. Nein, jetzt nicht. Oh, das war knapp. Das war aus Versehen gut. Das wollte ich gar nicht, ehrlich gesagt. Jetzt runter. Okay, das ist der Boss oder was? Der Chef? Mit dem Buschel am Helm? Gucken nicht, dass mich hier von hinten noch... Item. Trompete dabei. Yeah, let's do it, oder? Das ist nur ein Ritter.
umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Backstab. Nein, nein, Alter. Knapp. Er lebt immer noch, ich glaub's. Drops? Kein Drops? So, jetzt ist nur noch der Flötenlulli da. Smoldering Butterflies. Werde Licht. Das ist im Prinzip auch der Abschnitt hier, der jetzt gerade, den man so sieht, den man im Network-Test spielen konnte. Schon relativ groß, das Gebiet, für den... Dafür, dass man das alles am... Also einfach so in der... Oh, da ist ja noch einer! In einem Beta-Test testen konnte. Ich habe noch gar nicht geparried übrigens. Mal probieren. Ja, oder einfach gar nichts machen, gell? Oh, verzögertes Schweinesau-Sackgesicht. Fast reingelegt. Sieht doch ganz gut aus. Haben wir das Camp gecleared? Ne, wobei, dann hätte ich ja eigentlich eine Estus Flask. Doch, ich habe ja wieder 4 Estus Flasks. Siehst du, jetzt habe ich selber nicht gesehen. Aber ihr seht es unten, ich habe wieder 4 Estus Flasks. Das heißt, hier ist auch kein Gegner mehr. Ich kann jetzt hier einfach erkunden. Okay, damit können wir jetzt die Weapon Skills benutzen. Übrigens, das habe ich ja ganz vergessen. Wir können uns jetzt nämlich darf ich vorstellen, das ist Torrent. Mit dem kann man super gut illegale Files bekommen. Kleiner Scherz. Ja, das ist unser Reittier, dem wir auch einen Double Jump machen können übrigens. Findet ihr es geil oder was? Ich
Guck mal da oben auf den Kirchturm. Mit dem können wir auch nochmal den goldenen Ritter versuchen. Ist vielleicht auch nochmal was anderes auf einem. Können auch einfach mal leveln. Für ein weiteres Level. Oh, da hat man eben auch sehr gut den Bleeding-Effekt gesehen. So, und jetzt zeige ich euch noch. Also erstmal genau. Wir können jetzt hier am Lagerfeuer Ashes of War machen. Jetzt könnten wir zum Beispiel das, was wir gerade gefunden haben, diesen Warstorm, auf unser Katana machen und haben dann hier noch die Affinities, was früher eben imbued war, also Quality, Standard, Fire und so, je nachdem, was man findet. Kann man jetzt hier unterschiedlich deine Waffe verzaubern. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Waffe 2 hier nicht nehme, jetzt habe ich diesen Storm Stump als Special Skill und nicht mehr dieses die Waffe anschieben. Mal testen. Ey. Also jetzt hat unsere Waffe quasi einen anderen Skill. Ja, das ist nicht schlecht. Für so einen kurzen Stun. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich die Standard. So, ich kann leveln. Level. AP. So, und jetzt zeige ich euch nämlich noch was. Wir haben ja diese Summons. Die haben wir auch noch gar nicht benutzt. Und zwar müssen wir die nämlich erst auch nur noch ein Item dafür. This way, tarnished. May I have jetzt ist da nämlich kaum zu verfehlen. Das ist für mich so ein bisschen das, wo ich sagen würde, da hat FromSoft das Ganze einsteigerfreundlicher gemacht. Wir erinnern uns an NPCs in Demon's Souls, die irgendwie im 7. Stockwerk des Nexus versteckt waren. Jetzt startest du, wenn du dich hier hinbeamst, automatisch drauf, es ist lila Nebel, du kannst diesen NPC nicht verfehlen. A pleasure to meet thee, Tarnished. I am the Witch Rena. I'd heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk, I surmise, is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Ist das ein Bug oder ist das ein Fisch? Nee, das ist gewollt. Die hat nämlich auch 4 Hände. Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the Erdtree. The spirits will obey thine command but briefly.
as they recall battles past. Now it is thine to do with as thou wishest. Wishes? Das ist da auch eine Sprache, die hat sich FromSoft auch gegeben. Forgive mine intrusion, tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the time. Okay, wenn die sagt, wir werden uns wahrscheinlich nicht wiedersehen, soll ich sie angreifen? Okay, das hat sie gerade erledigt. Alright, also. Jetzt können wir die Ashes sammeln. Und wir haben ein Pferd. Das bedeutet hier mit 3 zur Auswahl. Da sieht man auch die FP-Kost, also die Mana-Kosten. Hier 11, 28, 55. Gibt natürlich schon auch so ein bisschen den Hinweis auf die Stärke. Ich rüste jetzt mal die aus. Und interessant. Poise geht hoch auf 23. Auch deutlich bessere Defense. Ich sehe dann zwar aus wie einer von den Bösen. Also aus Fashion Souls Sicht eher ein Rückschritt, aber aus Verteidigungssicht glaube ich sinnvoll. Kann ich eigentlich den Helm wieder ausschalten? Manual Attack Aiming. Es gab doch immer eine Chance, eine Möglichkeit, den Helm einfach, also dass man den trotzdem, dass der, wenn man ihn trägt, quasi. Ach, guck mal hier, Performance, den können wir auch mal kurz machen. Quality, jetzt hast du ein bisschen bessere Qualität, aber dafür ruckelt's, beziehungsweise ist nicht mehr 60 Frames die meiste Zeit, beziehungsweise wenn es überhaupt 60 Frames ist, aber einfach weniger flüssig, merkt man direkt. Aber der optische Trade-off, muss ich sagen, ist jetzt vielleicht hier nicht die beste Stelle, aber würde ich never ever eintauschen für die Framerate. Ich muss sagen, das ist so ein bisschen, 60 Frames ist schon, wenn man es einmal hatte, so wie im Demon's Souls Remake, du willst es nicht mehr anders. Und ich finde jetzt, also optisch sehe ich ehrlich gesagt, bisschen Texturen oder so. Dass man schon mit Stein rangeht. Bisschen bessere Texturen, glaube ich. Aber auf jeden Fall ist es nicht wert darauf. Dafür auf Framerate verzichten, meiner Meinung nach. Aber jeder, wie er mag. So, also, wir haben eh nicht viele Seelen. Wir könnten jetzt hier einfach mal sagen, zusammen mit den Summons, nochmal einen Angriff. 2 Level mehr. Hier meine Wölfe an. Eieiei. Ich hab mich einfach vom Pferd genockt. Weg, weg, weg.
ist schon ein anderer Schnack jetzt hier. Nein. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Alles gut. Hä, was? Ich lebte noch? Ich war noch gar nicht tot. Ich war noch gar nicht tot, glaube ich. Ey, Leute, das war auf jeden Fall ein anderer Schnack. Leute, Leute, das war auf jeden Fall viel. Ich habe ihm die Hälfte runtergeballert eben. Das war schon okay. Versuchen es einfach nochmal. Das ist absolut doable. Absolut doable. Ja gut, wenn wir alle auf einem Haufen stehen, dann sind wir natürlich auch... nein, was? Wo ist mein Pferd? Ich bin aus Versehen abgestiegen. Nein! Ich bin schon wieder, ich drücke aus Versehen immer die Taste rein in der Aufregung. Und wenn du den L-Stick reindrückst, steigt er vom Pferd ab, Leute. Das ist nicht meine Taste. Okay, das war's schon mit den Summons. Jetzt sind es wieder nur wir beide. Okay, der Kampf ist aber geil. Oh! Da war doch ein Stagger! Da! Da war ein Blood Attack. Nein! Geh weg, geh weg, geh weg! What the fuck? Alter, was? Boah! Nein! Nein, 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 nein! Komm schon, Baby! Nein, Mann! Was ist denn das? Was ist das? Wieso machst du nicht, was ich sage? Okay, ich kann das Pferd nicht resummen, ich verstehe. Oh Mann. Oh Leute, ey. Ich dreh durch. Ich konnte das... Da kam dauernd eine Meldung, ich konnte das Pferd nicht wieder summonen und ich habe es nicht gecheckt. Da stand irgendwas, aber in der Hitze des Gefechts konnte ich es nicht lesen. Ich musste irgendwas... Okay. Okay. Alles klar, dann mache ich jetzt eine ganz kurze Pause.